Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ah, die Tür geht auf. Oh mein Gott. Oh. Hallo, Ja, Dorfbewohner. ihr hört es schon anhand des schönen Regens, der Sound ist wieder dabei. Schöner Regen, schön gesagt. Und ich bin gerade mal so ein bisschen bei den Skills am Stöbern. Hier gibt es ein paar echt interessante Sachen, die ich hätte nutzen können. Wahrscheinlich. Aber versuch sie mal schnell zu aktivieren. Ich habe gelesen, du kannst die auch an Items binden, teilweise. Das wäre sehr praktisch. Ich will gerade mal wissen, ich habe eine Porter-Fähigkeit. You teleport yourself and party members within 10 blocks to the set location. Cool. Das bringt so viel. Ich kann mich 10 Blöcke irgendwohin teleportieren. Ah, steigt wahrscheinlich. Was haben wir noch? Recall, you recall to your marked location. Wie funktioniert denn das? Frage ist erstmal, wie magst du überhaupt eine Location? Ich muss dafür Level 5 sein. Dafür habe ich wahrscheinlich den Mark-Befehl. You mark a location for use with recall. Leider. Das macht Sinn. Ah, da steht, welches Level man braucht. Jetzt weiß ich, was Rogue 1, 5 und 10. 15 und 20 natürlich auch noch, alles meint. Cool. Das heißt, wir haben bisher die Sneak-Fähigkeit, die Port-Fähigkeit und die Backstep-Fähigkeit. Backstep, so viel ich gelesen habe, ist passiv, das heißt, der ist die ganze Zeit aktiv. So haben wir die Gegner schön weit weggeballert. Port, ja, toll. Wie war das nochmal? Teleport yourself and party members within 10 blocks to the set location. Wie kann ich denn die Location senden? Ich probiere es einfach mal. Ich habe es übrigens gerade ein bisschen missverstanden. Skillport. Bin ja erstmal Location. weg. Wie komme ich denn? In welche Richtung muss ich denn gehen, um zu dir zu kommen? Wenn ich das wüsste. Okay. Wo befindest du dich denn ungefähr? Zu Hause? Ach so, ja, stimmt. Ich kann dir ja die Koordinaten nennen. Wir schummeln uns ein bisschen durch die Gegend. Ich hätte Bock auf einen Kompass. Dafür brauchst du aber Ah! Redstone Warum müssen Eisen. jetzt gleich zwei Creeper hinter mir her? Okay, wo muss ich lang? Wie? Was? Ich bin bei minus 80 80. für X und für Z minus 145. Y ist ja egal, du wirst ja nicht in der Höhle. Au! Gerade mal werde ich von den Creepern durch die Gegend gepfeffert. So unter Wasser explodiert. So ein. Wie kann ich denn jetzt? Upsala. Moment nochmal. War das so gesagt? Minus 18, ne? Minus 80. 80. Und minus 144, beziehungsweise 45. 180, glaube ich, bin ich in. Ja, ich bin bei minus 100. Das könnte die richtige Richtung sein. Da lang. Schöne Aussicht. Probieren wir das einfach mal. Was Wir hattest du haben bei Y gesagt? Bei Z minus. 144. Was? Ich komme auf Ke Escape. Auf Cape. Bei Z minus 144. Ja. Heilige Scheiße, ich bin bei minus 130. Das wäre gar nicht mehr so weit weg. Moment mal. 730. Entschuldigung. 700, okay, das ist weiter weg. 730. Wir haben hier. Alter, wie weit sind wir gelaufen? Gutes Stück anscheinend. Skillport. Oh, Eisen. Jetzt liegt der tolle Chat natürlich direkt über den Koordinaten. Weg. Minus 80? Ich probiere es einfach mal, Aus. ob das so funktioniert. Ich glaube 77 und 168.
Entweder ich gehe gleich drauf oder es funktioniert. Ah! Was? Horcrux-Killer wurde durch einen Creeper in die Luft gesprengt. Ich hasse es. Direkt an unserem Haus. Naja, mit einem ganz kleinen bisschen Abstand zum Glück. Oh, super. Cool. Ja, eigentlich müsste ich mal so langsam... Keine Port-Location. Hm, wie benenne ich denn eine Port-Location? Mit, Port-Location? Komm, es fehlt. Probiere ich jetzt einfach. Gibt's leider nicht. Gibt's Location? Gibt's auch nicht. Schade. Egal. Dann informiere ich mich mal. Bis zum nächsten Mal darüber, was funktioniert. So. Hm. Wenigstens haben wir alle uns. Ich habe ein Dorf gefunden. Waren wir in diesem Dorf schon mal? Keine Ahnung. Wenn da alles verwüstet ist, dann waren wir da schon mal. Nö. Aber müssen wir erstmal die Stelle wieder aber aus? Aber hier wurde Zeugs abgebaut. Dann müssten wir da eigentlich gewesen sein, weil die einzigen sonst wären Endermänner. Meinte jetzt auf den Feldern. Dann waren wir das. Du hast nicht nachgepflanzt. Ich ja... Ach was? Was zur Hölle? Plündern. Ich bin in den Kreis gelaufen. Oh. Ich bin wieder da, wo die doofe Tür ist. Wollt ihr mich veräppeln? So. Ich bin echt in den Kreis gelaufen. Oh, Güte, ich bin in den Kreis gelaufen. Holz, das wollte ich. Ein wenig Holz. Verstehe ich nicht. Holz, Holz, Holz. Wo bin ich denn im Kreis gelaufen? Mehr Holz. Ja, Mikaikun sehen wir erst in 5 Folgen wieder. Ja, keine Ahnung, ey. Kreis gelaufen. Wir gucken uns so lange Bäume an. Produzieren über den Pilz. Ein wenig gehacktes. Durch ein Pilzbiom gerannt? Nein. Ich zumindest nicht. Okay, nochmal. Also, X ist bei dir. Oder haben wir unterschiedliche Chunks? Ne, kann ja gar nicht sein. Hä? Die Koordinaten müssten gleich sein. Okay, also. Minus. X war minus. Minus 80, beziehungsweise minus 83 bin ich gerade. Minus 83, okay, also in die Richtung. Und Z war? Minus 155. Das ist dann der Block. Durch die Tür geglitscht. Also würde ich jetzt in die Richtung wandern. So, ein wenig Holz machen. Machen wir hier draus auch Holz. Wahrscheinlich fällt mir gleich wieder ein, warum ich das nicht hätte tun sollen. Jetzt weiß ich erstmal wieder, was ich tun wollte. Sticks. Jetzt hätte ich fast wieder Eisen genommen. Stein. Ein paar Steinchen. Blöden Kreis gelaufen. Wenn ich noch kein Eisen nutzen darf. Hätte ich wenigstens... Doch, ich habe genug geholt. Versuche ich erstmal auf der X-Achse richtig zu kommen. So. Da. Minus 18 hattest du gesagt, ne? Ja. Hab einen neuen Weg in den Keller geschaffen. Was? Stimmt ja, da war ja der Keller drunter. Ah, dann. In diesem LP sind Löcher echt meine Feinde. Immer falle ich runter. So, da. Ein wenig bauen. Weil das ja so spannend ist. Ah.
Meine Güte, nee, ich latsche hier nur durch die Gegend. Oh, Kohle. Na, ja, wenn ich schon mal hier bin. Kohle, 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 Kohle. Kohle, ja. Kohle. Nein, nein, nein. Ich finde den Kohle-Song einfach cool. Ein Kohle-Song? Kennst du das nicht? Nein. Das ist mit... ja nicht so blöd fragen. Das ist mit Gronkh damals entstanden. Der hat, während er Kohle abgebaut hat, irgendwann angefangen so ein bisschen zu singen. Noch in den ersten Folgen. Und irgendwann hat sich echt mal jemand hingesetzt und das Ganze zusammengeschnitten und daraus den Kohle-Song gemacht. Okay. Gibt's mittlerweile sogar ein recht interessantes Video zu. Oh mein Gott. Ich bin... Hey. Kohle ohne Ende. Nicht wirklich. Aber hier war jetzt echt viel. Ich mache uns einen Wald vor die Haustür. Mann, gleichzeitig reiße ich einen ab. Was bin ich da? Ja, oh. Leute. Wenn ihr mein Bildschirm sehen könntet, würdet ihr jetzt einfach nur einen Typen sehen, der irgendwie ziemlich viel Zeug sieht. Ein Glück machen wir viel Spannenderes. Hoffe ich doch mal. Bei wir reißen Bäume ab. Bei mir sieht man nämlich nur... Ah, oh, okay. Bei mir siehst du die Welt, ey. Come with me on a journey. Warum bin ich draufgegangen? Wir können ja mal eine Folge einfach nur geradeaus laufen. Ha. Dann würden wir wahrscheinlich sehr viel sehen und wahrscheinlich ultra viel farmen. Würde ich jetzt vermuten. Ich wollte sagen, ey Leute, tut doch mal was und geht nicht immer nur geradeaus. Egal, was du machst, machst du falsch. Es gibt noch so viel zu sehen. Ich bin ja immer froh, wenn Rückmeldungen kommen. Viele Kommentare über übrigens, die ja so schon gekommen sind. Also, das ist ultra schön, dass man auch Rückmeldung bekommt. Ja, weiter. Und viele Tipps. Nee, ich freue mich einfach ganz sehr über die Kommentare. Ist ja doch immer schade, wenn man dann ein Video reinstellt und es kommt so gar nicht so nach dem Motto gesehen und ignoriert. Ja, okay, war gut, also. Lassen wir es dabei. Wenn dann so eine Rückmeldung kommt mit Fragen, Tipps oder sonstigem, ich meine, wir sind jetzt auch nicht die Ultra-Minecraft-Spieler, die awesome Tricks kennen und alles mögliche. Weil das cool ist. Wohin etwas? Ich sehe unser Haus, ich wäre fast dran vorbeigestiefelt. Oh mein Gott, ich wollte jetzt noch weitergehen. Ach, du Heimatland, ey. Ah. Gut, ich habe nichts kaputt getreten. Heimat. Das erste, was passiert, du hast einen Zombie. Psch. Weil er sich versteckt hat. Am Baum. Oder Socke der. Meine Kaktusfarm. Ach, du bist da draußen noch ein bisschen rumlaufen. Aber nicht so schön gewachsen, wie ich dachte. Muss ich gerade mal hier da reinfinden. Ach, da bist du! Da bist du. Ich muss erstmal rein und ablegen und so. Huch! Wäre fast runtergefallen. Das hatte ich mir fast gedacht. Erstmal hier da zack, zack und zack und das ganze Essen lagern und das Gold und so und den Dreck behalte ich. Weil ich brauche nicht alles. Ah, direkt ein Sapling. So viele Birken noch umzunieten. Was? Wir haben Birken. Ja, aber ich brauche hier Holz. Ich kann sie nicht leben lassen. Sie tragen zu viel Holz. Ich habe Holz gehabt. Aber das musste ich zurücklassen. In den Kisten. In der Doppelkiste. Also in der einen Doppelkiste. Die konntest du es nur zurücklassen. Quatsch. Du hast gesagt, ich soll alles in eine Truhe packen? Damit ach, du hattest mein Holz. Hatte ich dein Holz? Nein, ich hatte auch Holz. Moment mal, was hast du denn jetzt alles da gelassen? Zwei Bücher, zwei Pferderüstungen, Sattel. Du hast dein Zeug auch mit abgelegt? Ich dachte, du räumst nur mein Inventar. Nein, ich habe nur die Nahrung mitgebracht. Ach so.
ja nur ins Essen. So. Das interessiert mich gar nicht. Steinfleck. Den reißen wir gerade noch ab. Oh, ein Oberlicht, wie schön. Ich lasse Steine auf dich regnen. Und da war der Buzzer. Hä? Welcher Buzzer? Die Folge ist vorbei. Ja, aber das mache ich jetzt gerade noch fertig. Aber der Buzzer. Wie gerade noch. Das mache ich gerade noch fertig, sage ich, und hab nicht mal genug Holz, um das fertig zu machen. Ah, siehste, der Buzzer hat gesprochen. Egal, letzter Holzblock gesetzt, jetzt kommst du auch wieder nach oben. Nur nicht direkt nach rechts laufen, sonst bist du direkt wieder unten. Au. Wollte ins Wasser fallen, aber au. Knapp daneben. Naja, in der nächsten Folge seht ihr, wie Hawker's Killer Brot isst. Das habe ich schon. Nein, wie Hawklux Killer dieses wunderschöne Holzverdeck, also den Boden fertig macht. Ach, ich höre auf zu reden. Mach weiter. Ja, in der nächsten Folge machen wir noch schnell das Haus ein wenig weiter. Ziehen noch eine Decke ein. Ja, ich glaube eine Decke ein. Oder wir machen ein Oberlicht. Muss ich mir noch überlegen. Und ein paar Fenster auf jeden Fall. Hier ist ziemlich duster drin. Ja, und damit dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin.